Moin! Herzlich willkommen hier am Dienstagmorgen zum Let's Play Alice 19 Nordfriesische Marsch. Version 1.4, immer noch nicht abgegradet. Das ist hier eine Aufnahmesession, da wird auch jetzt nicht mehr abgegradet. Es ist wie es ist, da kommen wir alle mit klar. Die beiden neuen Fruchtsorten oder so. Sehr viel mehr war es auch nicht. Und dann irgendwie Kleinkram, ne? Also irgendwelche Sachen, die in der Luft fliegen und so. Also nichts, was jetzt irgendwie wirklich essentiell ist, oder? Nicht so, dass man jetzt auf einmal reich wird, nur weil man jetzt die 1.5 spielt oder so. Es ist und bleibt im Moment noch überschaubar an Neuerungen. Mal gucken. Geht's rum. Ja, wir sind immer noch dabei, auf Feld 1 Gift zu spritzen. Und wir sind dabei, hier selber Gras zu mähen, zu schwadern. Werden wir gleich Silageballen pressen und werden dann die Silageballen verkaufen, damit wir Geld verdienen. Und dann werden wir hier dieses Feld wieder düngen müssen. Und so weiter und so fort. Ein neuer Kreislauf beginnt. Ist das im Leben. Mal eben ganz kurz gucken, was unser Unkrautvernichter sagt. Ach, er ist fertig. Er steht da ja auch die ganze Zeit schon. Ich bin auch blind, ne? Bin auch sowas von dämlich. Ballen lassen. Zack. Zack. Zusammenklappen. Auch fast kein Pflanzenschutzmittel mehr. Das ist ja auch okay so. Das können wir dann erstmal auffüllen. Wir haben hier Sojabohnen angesät, damit wir hier ein bisschen Kohle machen. Jetzt mit den Silageballen wird das schon ein bisschen was werden. Und ich fülle mal hier eben direkt auf. Ist gleich fertig. Oh. Da sind wir. Alles wieder einschalten. Und weiter geht's. Ja, das macht nichts, wenn wir das hier mit schwadern. Das ist dann so. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, da werde ich gleich was stehen lassen müssen. Kann ich dann von Hand nochmal weghauen. Wollte ich gar nicht. Das wollte ich ja nicht. Ja, das war super. Dann kann man gleich mal anfangen zu pressen. Mal eben hier. Der muss mal aufgeladen werden. Aufgefüllt werden. Da fahre ich aber jetzt nicht nochmal extra rüber.
ein bisschen, was da jetzt liegt. Ah, dann fahren wir da gleich nochmal rüber, dann machen wir da aus zwei Schwarzen ein. So, da habe ich gleich da vorne noch eine Bahn auf dem einen Feldrand und dann sind wir hier durch. Und schon sind wir gleich fertig. Dann eben sauber machen, reparieren alles. Und dann können wir Ballen pressen. Okidoki. Okay, müssen wir es gleich sauber machen. Das haben wir letztes Mal noch, da hatten wir noch gar keinen Kercher, als wir das letzte Mal hier gemäht haben. Gucken, ob wir das hinkriegen. Wieso ist denn da eine Kollision jetzt? Und wieso ist der da vorne noch? So. Deshalb ist da eine Kollision. Nix. Muss aber ja auch noch an den Trigger kommen. Mal gucken. Umdrehen oder wie auch immer. Andersrum reinfahren, dann funktioniert das. Ich möchte das ja immer alles auf Stand haben, wenn jederzeit losfahren kann. Sauber machen.
Und wieder wegstellen, den Quatsch. So, schnell hier. Nicht gut, wenn da der Dreck so lange dran klebt. Das ist nicht gut. Sehr schön. Schön sauber machen. So. Ja, das ist doch schön. Super. Zunächst den Motor starten. Ja, sollte man machen, ne? Besser ist das. Na, erstmal das Schneidwerk weg. Oh, wo will ich denn hin? Abgehängt und Ballenpresse holen. Und pressen, pressen. So, da haben wir sie. Dann kannst du nicht losgehen. So, wie war das noch? Ballenpresse natürlich klar. Erstmal aufklappen. Und dann fangen wir an zu pressen. Nicht zu pressen, sondern zu pressen. Ups, nicht besoffen werden. Nicht mehr als unbedingt nötig. Ist. Ja.
Da ist es auch schon vorbei. Der Dienstag ist rum. Schaltet gerne morgen rein. 9 Uhr ein Video mit BGE Modding. Wie seit Sonntag schon immer. Und ja, 10 Uhr dann ganz normal ein Video von mir. Hier, ne, aus dieser Serie. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen schönen Restdienstag. Bis die Tage. Ciao.